heute mit, ja, neuer Nuzlocke. Ja, das neue Team werde ich mal vorstellen. Wir haben ein Golbat, Jet Level 34, mit Giftzahn, Flügelschlag, Blutsauger und Biss. Das Gute ist, es hat die das Wesen Hart und dann noch die Sanftglocke, damit es sich zu X-Bart weiterentwickelt. Dann haben wir Depolitox, Level 36. Ja, es ist Lush, heißt Plus Verteidigung, Minus Spezialverteidigung. Ich glaube nicht, dass es lange überleben wird, aber egal. Es kann Matschbombe, Psychokinese per TM, Toxin und Klärsmog. Und als Item Expertengurt. So, dann haben wir Pipi mit dem Evolit und dem Magieschild. Ah, und Mewfan, willkommen zum Anfang des Streams. Wir machen eine neue Nuzlocke, beziehungsweise ich habe einfach 6 neue Pokémon gewählt, die halt überlebt haben und die auf Level 35 trainiert. Und hier haben wir Angemon, das Pipi mit Gesang, Bitterkuss, auch der Psychokinese und dem Zauberblatt. Es hat Wesen locker, das heißt Plus Verteidigung, Minus Initiative, ja, ist okay. Ja, Mondgewalt wird es leider erst auf Level, ich glaube, 46 lernen. Dann haben wir Spinne, Ariados. Ist jetzt nicht so heftig geil. Ich glaube, es ist Plus Verteidigung, Minus Angriff. Ja, Grimasse, Blutsauger, Schattenstoß und Tiefschlag. Mit dem Bandsticker, um mit Schattenstoß ein bisschen Schaden rauszudrücken. Als nächstes haben wir Pampros, Linda, Level 34. Und dieses Pampros wird physisch defensiv sein. Es wird ja den einen oder anderen Hit tanken können. Es hat Rambos, Doppelkick, Pferdestärke und Dampfwalze, um den Gegner zu verlangsamen. Dann Pudersand, um ein bisschen mehr Schaden rauszuhauen mit den Bodenattacken. Ja, hastiges Wesen. Ne, Plus Initiative, Minus Verteidigung, so war das. Und zu guter Letzt Zuckerdino. Auf Level 36. In 3 Level haben wir dann ein Monagoras. Es hat den Titankiefer. Es kann Knirscher, Felsgraben, Dampfwalze und Drachenrute. Und damit werden wir auch die nächsten Kämpfe bestreiten. Und ich habe erfahren, dass es noch eine Arena gibt. Und Arena bedeutet, wir können in die nächste Stadt. Oder in die letzte Stadt, die hier. Und da gab es irgendeine Arena. Und die werden wir mal aufsuchen. So, das ist der Malia City. Und müssen, glaube ich, hier rein. Ne, hier nicht. Da auch nicht. Da, dieses Symbol ist neu. Ich würde sagen, wir fangen mit Golbat an. Hey, warte du, Kanto. Ich meine natürlich, hey, warte du, Kanto Champion Spee. Der Chef meinte, in Kanto müsste man alle wichtigen Pokémon-Begriffe laut schreien. Das muss doch ein Missverständnis sein, oder? Wie auch immer. Das hier ist auf jeden Fall die Kanto Arena. Für 1000 Pokédollar darfst du eintreten. Ja, los geht's. Okay, ein Kind oder 15 Jahren, das macht 1000 pro Eintritt. Und wir dürfen wahrscheinlich auch kämpfen. Einen Sprudel. So, danach, also nach der Arena gehen wir dann zur Elektroprüfung. Okay, dann ne. Vielleicht können wir hier irgendwas. Da können wir kämpfen. Ein großer leerer Raum voller Mülleimer. Die Leute in Kanto haben einen merkwürdigen Geschmack, was Inneneinrichtung angeht. Gut, der erste Kampf. Mit dem neuen Team. Und Joella hat nur ein Pokémon. Ich denke Level 30, oder? Könnte sein. Level 29, wir sind 5 Level drüber. Wir haben Giftzahn, Flügelschlag, Blutsauger. Ich denke Flügelschlag. Wir dürften schneller sein.
Ich habe die Sanftglocke. Also, Jet soll sich möglichst schnell entwickeln zu X-Bart. Gut, also Jet ist für die nächste Arena oder nächste Herausforderung jetzt nicht gut. Weil Elektro. Ein Pokémon-Kampf à la Kanto, das wird ein Spaß. Ja, seid ihr denn genauso weit oder seid ihr mit dem Spiel schon durch? Also New Fan. Okay, wir haben ein Käferfee-Pokémon. Da können wir Giftzahn raushauen. Oder ne, Flügelschlag. Wegen Stab. Ah, ich muss die Animation nochmal einschalten. Und wir kriegen 355 spezielle EP. Sehr schön. Ja, ich spiele jetzt Nuzlocke. Baris. So, warte. Option und die Animation ein. Ja, ich habe die Nuzlocke eigentlich verloren, aber ich will eigentlich als Nuzlocke weitermachen. Nur halt mit neuem Team. Ja, das Wort Nuzlocke habe ich erstmal rausgetan. So. So. Okay, Gustela. Gustela kann nicht viel machen. Wir können Biss drücken. So, kommen denn später noch weitere Arenen? Oder ist das hier die einzige im gesamten Spiel? Aber dann können wir immer schön trainieren. So, da kommt die nächste Dame. Wenn du 4 Pokémon-Trainer in der Arena besiegst, darfst du gegen den Arenaleiter antreten. Ja, und welche Pokémon der jetzt? Einfach irgendwelche, random. Okay, Claudina. Hat ein Imantis. Also, Jet macht einen guten Job. Mit Flügelschlag, Blutsauger, Biss, was auch immer. Jet wartet auf Einweisungen. Ja, wir können uns mit Blutsauger hochheilen. Ja, reicht ganz easy. Und tschüss. So, 928 schon wieder. Wir können einfach. Okay. Okay, was hat der Kampf-Pokémon? Hey Rekrut, du forderst mich zum Kampf aus, du weißt wohl nicht, wer ich bin. Mein Kanto-Pokémon ist unschlagbar. Es hat das Schlachtfeld bis jetzt immer siegreich verlassen. Okay, wir haben keine Auswahl. Oder nicht die Wahl. So. Ja, ein Kampf-Pokémon hat er wahrscheinlich Mashok. Solange es keine Steinkante hat. Aber gute Chancen. So, dann würde ich sagen, einfach einen Flügelschlag. Ich glaube nicht. Okay, doch. Okay, Abschlag. Sanftglocke. Die kriegen wir nachher wieder, denke ich mal. Zack. Das war's. Und ja, kriegen wir einen Preis? Oder was kriegen wir? Oh nein, du bist sehr stark, Rekrut. Na gut, hiermit vielleicht dir den Gewitterorden. Moin, Pöja, Twitch. Willkommen, du kommst gerade richtig. Wir sind auf dem Weg zur nächsten, nicht Arena, sondern zur nächsten Prüfung. Okay, wir haben 10 Flaschen Sprudel, bla bla bla. Und er macht sie aus dem Staub. Und hier wir gehen. So, dann würde ich sagen, auf zur Elektroprüfung. Und da habe ich ganz große Hoffnung in Pampros. Wir sollten aber nochmal. Oder? Nee, nicht heilen. Heilen ist egal.
So, gegen den könnten wir antreten, oder? Nee, doch nicht. Aber wir gehen zu ihm hier. Na, altes Haus. Oh, der große Mask Royal persönlich beehrt uns mit einem Besuch. Archie, das ist Marlon. Er ist der Leiter der Sternwarte und der Verwalter der PC-Boxen. Aber wohlgemerkt, kein Captain. Der fantastische Mask Royal hat gesprochen. Es kann eben nicht jeder so groß rauskommen wie du, mein maskierter Freund. Aber er hat recht, meine Tage als Captain liegen inzwischen hinter mir. Du bist Archie, stimmt's? Danke, dass du den weiten Weg bis hierher auf dich genommen hast. Aber Chris, unser Captain, ist sehr beschäftigt. Er berechnet die Flugbahn von Kometen, aktualisiert den Festival Plaza. Aber auf Empfehlung von Mask Royal findet er bestimmt einen Moment Zeit für dich. Und Mr. Quies? Mr. Quies ist auch da. Moin. Ich glaube, er ist sogar stärker, als wir es bei unserer Inselwanderschaft waren. Und noch etwas. Warum nennst du mich ständig Mask Royal? Sehe ich diesem extrem erfolgreichen und bildhübschen Profi-Wrestler denn so ähnlich? Also dann, ich gehe zurück nach Malia City zum Ziergarten. Tali ist inzwischen sicher schon fertig damit, Malasadas zu essen. Ich werde ihn herbringen. Und du lässt dir in der Zwischenzeit die Sache durch den Kopf gehen, um die ich dich gebeten habe, okay? Es ist schön zu sehen, dass sich mein alter Freund kein bisschen verändert hat. Hier, Archie, ein kleines Andenken an unser Treffen. DTM? Nee, Metallium Z. Ja, da können wir Z Rambos einsetzen. Cool, gut. Die Muskeln stahlhart angespannt und am Ende ein kräftiger Hieb nach vorn. So setzt du die Z-Kraft vom Typ Stahl frei. Der Z-Kristall stammt von früher, als Kukui und ich auf Inselwanderschaft gingen, um gemeinsam mit unseren Pokémon stärker zu werden. Ich hoffe, er wird nun auch dir von Nutzen sein. Also dann schau dich in aller Ruhe in unserer Sternwarte rum. Chris findest du im Labor hinten, wenn du bereit für seine Prüfung bist. Okay, bin ich. Das bedeutet, Jet kann leider nichts machen. Und rein kommt Linda. Wobei Zuckerdino auch in Ordnung wäre. Der kann, glaube ich, der kann auch Dampfwalze. Aber seine Spezialverteidigung ist nicht so gut. In der Okulani-Sternwarte beobachten wir mit Hilfe von Pokémon wie Togemaru und Akub die Sterne. Toge. So, meine lieben Akub, es wird Zeit, dass ihr was zu fressen bekommt. Kann der kämpfen? Nein. Aber das ist ein Sticker. Gut, hässer Sticker. 30 Stück haben wir. Hier, das ideale Geschenk, um deinen Besuch in der Sternwarte in bester Erinnerung zu behalten. Ein Kometstück. Dieses Stück löste sich von einem Kometen, als dieser an unserem Planeten vorbeiflog. Eine bedeutsame Begegnung mit dem Weltall, davon träumt doch jeder Wissenschaftler. So, und der repariert was? Naja, der hat nur nichts. So, wir sind mit Level 35, glaube ich, auch nicht overlevelt. Moment, wenn ein Stern 10 mal heller ist als ein Stern 5. Magnitude, wie viel Magnitude hat er? Machen wir 50. Na, wer bist du nun? Verzeihung, ich dachte, du wärst einer meiner Forscherkollegen. Tut mir leid, dass ich dir eine so komplizierte Frage gestellt habe. Hier eine kleine Entschädigung. Okay, Sternstaub. Können wir nachher wohl verkaufen. So, okay, dann gehen wir mal in den linken Bereich. Hier können wir nichts holen. Magnetilo ist im Weg. Dann, na, da gehen wir noch nicht. Ja, ja, ja. Können wir hier durch? Ja. Okay, da können wir nicht. Also dann ab nach Chris. Oder zu Chris. Erwischt. Chris an Kontrollzentral. Ein neues Ziel befindet sich im Anflug. Und Leon Zockt ist auch da. Moin.
Und Crafting Kai. Crafting Karl. Willkommen zum Stream. So. Wir haben hier die Elektroprüfung vor uns. Wo sind die Akku? Marlon hat sie mitgenommen. Sie werden gerade gefüttert. Archie, du musst mal raus aus der Sternwarte und dann geht's weiter. Und Lord Knackrack. Hey, war gerade bei McDonald's. Okay, ich muss gleich raus, wie du gesagt hast. Jakob soll mir helfen. Kannst du sie bitte holen gehen? Ich bereite es. Ja. Okay, er tugene Maru. Aber erstmal den Sticker holen. Dann holen wir einfach mal die Akku. Gleich passiert auch was, oder? Da ist Marlon mit den 5-6 Akku. Hallo, schau mal, wie satt und zufrieden die Akku nach ihrem üppigen Mahl aussehen. Akku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber Moment mal, es sollen noch 9 sein. Wärst du so gut für mich, nach den restlichen 3 Akku zu suchen? Sie müssten sich noch auf der Brachfläche vor der Haltestelle aufhalten und genüsslich vor sich hinmampfen. Ja, dann suchen wir die Boys. Und müssen wahrscheinlich gegen die kämpfen. Ist hier der Erste? Ja. Da hat sich eins vergraben. Akku. Du hast eins von Malus Akku aufgespürt. Okay, da das Erste. Da das Zweite. Und das Letzte müsste unten rechts sein. Lord Dextro, moin. Du machst gerade die gleiche Prüfung. Aber bitte nicht spoilern. Also ich weiß, dass er Togedemaru erwähnt hat. Das heißt, wir werden wahrscheinlich gegen Togedemaru kämpfen. Wir rufen unsere Akku hier bei ihren Spitznamen, und zwar von Einak bis Neunak. So, was denkt er? Er denkt und denkt und denkt. So, das heißt, wir können wieder rein. Da ist ein Togedemaru. Vielleicht kommt noch Magnetilo oder Magneton oder so. Und Nesha Webesha. Hallo. Du würdest mir sehr helfen, wenn du für mich alle Abkürzungen tun könntest. Okay, habe ich doch. Fast. Da habe ich wohl anscheinend was vergessen. Oder? Alle da. Hier sind die 6 Stück. Es fehlt nur noch Siebak. Den Racker zieht das immer an die seltsamsten Orte. Okay. 1, 2, 3. Eins. Da sind's. Ah, da oben links. Da ist eins. Na, komm her. Jetzt haben wir endlich mal alle. Siebak. Du bist ja ein. Da bist du ja, du kleiner Racker. Danke für deine Hilfe, Archie. Dann wird da nichts wie zurück zur Sternwarte. Chris wird vor lauter Ausschau halten nach dir sicher schon einen Hals wie ein Kokowai haben. Wow, Archie, du hast die Akkop echt schnell zusammengetrommelt. In dem Raum findet die Prüfung statt. Da drin. Im versiegelten Raum. Und wir haben schon mal Felsgrab auf Pampros. Ist schon mal sehr schön. Und da die Dampfwalze und Pferdestärke und alles, was es sonst so gibt. Okay, was macht er jetzt? Ein Akt, zwei Akt, drei Akt sind auf dem Verschiebomat.
Sie sind bereit, ihren Strom mit uns zu teilen, Chris. Tobe? Tobe und Maru und unsere Akku verstehen sich sehr gut. Falls die Akku zu viel Elektrizität erzeugen, absorbiert Togenomaru sie mit seiner Fähigkeit Blitzfänger und findet so einen Kurzschluss. Okay, er hat schon mal keine Robustheit. Willst du mit meiner Prüfung anfangen? Ich kann es kaum erwarten. Wow, da ist aber jemand hochmotiviert. Okay, dann erkläre ich dir jetzt die Prüfung. Zuerst musst du alle Akku auf dem Verschiebomat miteinander verbinden. Mit dem Strom, den uns die Akku abgeben, betreiben wir eine Maschine, die dann ein Herrscher-Pokémon herbeiruft. Um die Akku miteinander zu verbinden, musst du die vier Knöpfe an den Ecken des Verschiebomats drücken, um die Felder rotieren zu lassen. So sieht's dann aus. Aha. Das wäre richtig. Über die ausreichende Akku musst du dir keine Gedanken machen. Hauptsache, sie sind miteinander verbunden. Kurz gesagt, verbinde die Akku miteinander, rufe das Herrscher-Pokémon herbei und besiege es. Übrigens ist es das erste Mal, dass wir den Verschiebomat und den Herrschomat einsetzen. Ja, das kann ja nicht gut gehen. Also ein kleines Rätsel, wa? Dann kommt der nach hier hin. Jo, und... Okay, dann schalten wir den Herrschomat mal ein. Hier unten fehlt also auch noch einer. Lord Dextro, was ist dein Lieblings-Pokémon? Ja, ich würde eher sagen so Gyarados. Gyarados, Arcani, das habe ich ja in meinem YouTube-Banner so eingestellt. Ja, ich würde eher sagen so Gyarados. Gyarados. Hat ein gutes Design, ist stark. Ja, nur die Mega-Entwicklung ist jetzt nicht so mein Ding, vom Aussehen halt. So, Chris. Okay, jetzt müsste das herbeigerufene Herrscher-Pokémon eigentlich auftauchen. Elek. Okay, Vorgeplänkel geht weiter. Elekid. Kann uns nichts tun. Ich glaube, eine Dampfwalze reicht schon. Level 29, wir sind nicht überlevelt. Fußkick. Naja. One hit. Okay. So, danke, das. Okay, hat nicht funktioniert. Es war zwar nicht das Pokémon, das wir wollten, aber der Herr Schmart scheint zu funktionieren. Was machen wir jetzt, Chris? Ich denke, eine einzige Reihe Akku erzeugt nicht genug Strom. Wenn das so ist, müssen wir die zweite Schaltung auch noch nutzen. Da kommt wahrscheinlich ein Elektek oder so. Oh, yo. Jetzt. Ja, mach mal hier. So, Mew hat 118 GP. Was hast du da gemacht? Bist du das Mantax-Surfen immer angegangen? Oder wo hast du die 118 GP? So, jetzt kommt aber vielleicht doch das Herrscher-Pokémon. Was ist dein Lieblingstyp? Das kann ich so nicht sagen. Vielleicht Feuer? Also ich habe keinen bestimmten Favoriten vom Typ her. Also kann ich da nicht so sagen. Vielleicht Feuer, vielleicht Wasser. Okay, wir müssen Dampfwalze drücken. Elektroball hat keine Wirkung. Okay, er hat nichts für, Linda. Wow. Also Linda haut heftig rein. Jet erreicht Level 35. Vielleicht entwickelt er sich. Nein, leider nicht. Hat nicht genug Sympathie.
Diesmal ein Electic. Anscheinend tauchen immer größere Pokémon auf, je mehr Strom wir dem Herr schon mal liefern. Echt toll, Chris. Wir müssen ihn mit noch mehr Strom versorgen, dann kommt es mit dem Herrscher-Pokémon. Elevoltik oder wer? Und jetzt denken viele, oh, jetzt kommt wahrscheinlich ein Elevoltik. Aber ich glaube immer noch, dass Vikavolt auftaucht. Ja, und jetzt? Was machen wir jetzt? Wir... Okay. Ah, einfach nur... Noch in die Mitte? Oder wie? Ist schon wieder falsch, oder? Oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Ah doch, jetzt geht's. Oder ist das auch falsch? Hä, war das jetzt falsch? Oder wie ist das jetzt? Nein. Ich muss hier doch jetzt einfach in die Mitte reinhauen. So zum Beispiel. Oder was? Ah, nee. Ah, jetzt weiß ich. Quer anscheinend. So, den in der Mitte. Muss ich den jetzt ganz nach oben? Ah, ich muss sie verbinden, so. Weiß einer die Lösung? Muss ich die so verbinden oder wie muss ich die verbinden? Das soll ein Z werden. Ach so. Nee, das ist falsch. Ah, das ist schön. Das mal. Das ist fast ein Z. Ah, so. Ich glaube, jetzt geht's. Na, endlich. Toll gemacht. Du hast alle Akku miteinander verbunden. Jetzt müsste es eigentlich reichen. Okay, Lord Dextro muss weg. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und? Ob das gut hält, die Kabel sehen ein bisschen lose aus. Ja, die Kabel erwacht zum Leben. Oh nein, die Akku werden die volle Ladung abbekommen. Nein, 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 der Blitzfänger kommt. Togedemaru kann mit seiner Fähigkeit Blitzfänger Elektrizität absorbieren. Aber es ist viel zu viel. Das kann es gar nicht alles an seinen Elektrotaschen aufnehmen. Togedemaru. War. Ich muss irgendwas tun. Oh, der Herrscher. Das Super Togedemaru kommt. Es geht los. Toge. Ah, das ist also das Herrscher-Pokémon. Nicht Vikavolt, sondern ein böse, dreinguckendes Togedemaru. Die Verteidigung steigt. Dann würde ich sagen, also das Ding ist schnell, ne? Ich würde sagen, ich mache mal Dampfwalze. Schutzstacheln. Ja. Oder? Ne, es kommt nicht durch.
Und was kommt hier? Panzer Aeron. Ich würde sagen, ich mache mal Dampfwalze, ne? Eisenschädel. Erhöht unsere Verteidigung. Wie geht es dir? Ja, mir geht es soweit gut, außer ich habe eine kleine Erkältung, aber das geht schon. Weil ich war die letzten Tage im Hallenbad schwimmen. Aber da kam wohl eine kleine Erkältung durch. Ah, nicht nochmal Eisenschädel. Jetzt bitte nicht die 30% kriegen. Ah, ein Doppelflinch. Jetzt trifft er. Macht nicht viel. Sehr gut. Wenn ihr jetzt mal Schutzstacheln einsetzt. Wird das Ganze nicht gut enden. Kommt der dritte Flinch? Ich hoffe nicht, ne? Und noch ein Stahlflügel hinterher. Ja, jetzt sind wir anscheinend auf plus 6, aber wenn wir keinen Angriff durchkriegen. Ja, jetzt ist er ein bisschen langsamer. Ja, dann also man sieht, die Prüfungen sind schon ein bisschen heftiger, ne? Ich setze einfach mal einen Trank ein, ja, weil ohne Heil-Items wird es immer schwieriger. Solange kein Crit kommt, ist alles gut. So, wir sind auf plus 6 Dampfwalze. Ausspeeden wir? Nein, ich glaube nicht. Der Minus, ne, plus Innetwesen. Oh, er will den Folterknecht. Ja, aber wir schrecken zurück. Ach, die wunderbaren 30%. Gut, dann kriegst du eine Pferdestärke. Ah, ja. Pferd ab. Oh, stimmt. Ah, wir müssen durchkommen, sonst keine Chance. Und er trifft natürlich Stahlflügel. Jedes Mal, fast jedes Mal. So, jetzt bitte ich drum zu outspeeden. Cool, gut. Aber, was hat er? Eine Citrobeere. Er ist auf minus 2. Ich gehe weiter auf... Ah, verdammt. Ja, dann gehe ich einmal auf Doppelkick. Nee, er geht doch nicht auf. Doch nicht auf Eisenschädel. Schutzstacheln, meine ich. So. Ja, wie habt ihr denn die Prüfung so gemeistert? Auch mit Pampros oder wie? Welches Pokémon war bei euch der MVP in der Prüfung? Na, endlich Panzerung weg. Ein Heil-Item gebraucht. Ja, jetzt kann ich einfach Doppelkick drücken und das Ding rausnehmen. Oder habe ich irgendeinen guten Switch? Eigentlich nicht. Weil Linda ist hier das Einzige, was hier was machen kann. Wo ich könnte rausgehen zu Jet, aber ne. Okay, Level 32. Ach verdammt, ja, ach Rambos.
Haben wir auch noch. Wir sind super schwer. Puh. Farmpost plus Pferdestärke ist cool. Ja. Yep. So, wollen wir mal noch einen Doppelkick drücken. Lena, wir werden ab. Das Stahlflüger hat doch irgendwie so 75 Genauigkeit oder so. Kann das sein? So, jetzt Rambos. Ach, 6, 7 KP. Und da klärt Linda endlich. War die Prüfung jetzt schwieriger als die von Sonne und Mond? Irgendwie, aber die Taktik war gut. Eisenschädel und ein Folterknecht dahinterher. Aber wir haben es geschafft, dank Linda. Und danke, Archie. Die Akkub sind gerettet, Togenmaru ist gerettet. Sie wurden von Herrscher-Pokémon gerettet, so. Dieses Herrscher-Pokémon ist der Wahnsinn. Und du hast es besiegt. Das heißt, du bist ein wahnsinnig guter Trainer. Ich frage mich, was es mit dieser Aura auf sich hat, von der Herrscher-Pokémon umgeben sind. Am Herrscher-Markt besteht auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf. Togenmaru und die Akkub sind schließlich meine Freunde. Das schulde ich ihnen. Du hast recht, Chris. Und hallo, Verre Blue. Verre Blue. XD. Willkommen zum Stream. So, Marlon. Wenn man irgendwo etwas entdeckt, was man verbessern kann, sollte man es auch tun. Selbst wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Das gilt nicht nur für die Wissenschaft, sondern auch für Pokémon-Kämpfe. Hier, Archie. Für deinen Sieg über das Herrscher-Pokémon bekommst du von mir den Z-Kristall Voltium Z. Da ist er. Prüfung bestanden.